Servus YouTube-Freunde, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Das Winterwoche, das ist kalt geworden, deswegen sind wir heute hier drinnen. Aber wenn euch unser letztes Projekt, der Scheibereiniger, so gut gefallen hat, der übrigens noch ein zweiter Teil kommen wird, haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal ein neues Eigenbauprojekt und diesmal bauen wir ein Bündelgerät. Wir haben ja schon eins gebaut, auch die Videos kommen bei euch sehr gut an und jetzt bauen wir eine zweite Version. Die zweite Version ist diesmal allerdings ein wenig einfacher zum Zusammenbauen, denn wir haben geguckt, dass möglichst viele Brennteile dabei sind. Die haben wir jetzt auch alle hier, also wenn wir jetzt mal da runterschwenken mit der Kamera, dann haben wir hier eigentlich schon alles liegen. Wir haben auch noch ein paar Teile, wo man bohren müssen. Wir haben vielleicht später das ein oder andere Teil, wo man noch dran schweißen müssen, beziehungsweise wo man zusammenschweißen müssen. Wir haben wieder Hilfe bekommen von einem Kollegen, von Nico. Hier gehen Grüße wieder raus an den Nico. Der hat uns das ganze Ding CAD-mäßig wieder aufgezogen. Hier haben wir die Zeichnungen dazu und wir werden jetzt anfangen mit Zusammenbau von dem eigentlichen Bündelgerät, was nachher ausgekippt wird. Und dann müssen wir nachher einfach am Schluss noch das Teil machen oder die Baugruppe, die am Schlepper dranhängt. Und eben dahinter haben wir ja das alte Bündelgerät von uns, so sieht's aus. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mit. Los geht's. Im ersten Schritt haben wir alle Teile hingelegt. Man sieht eben hier schön die ganzen Brennteile, wo die Löcher schon drin sind. Und wir fangen jetzt an mit Zusammenschrauben. So, das ganze Zusammenschrauben mit dem Schlagschrauber geht auch relativ fix. Jetzt mal auf der anderen Seite hier. So, und schon haben wir das erste Teil, was eben nachher die Kippfunktion hat, schon zusammengebaut. So, was sich beim alten Bündelgerät sehr bewährt hat, war eben der Entriegelungsmechanismus. Und das hätten ja auch einige von euch gefragt, wie das Ganze funktioniert. Damals haben wir es noch ganz sporadisch mit einem einfachen Fehler und einem Bolze gemacht. Der Bolze besteht aus einer Sechskantschraube und es hat sich bis heute bewährt. Und jetzt haben wir hier die Deluxe-Variante, also wir haben jetzt hier quasi ein Kaufteil, das ist so fertig. Das schrauben wir das Gegenstück jetzt gerade hier dran, ja, wird hier dran geschraubt und das Ganze funktioniert nachher dann genauso wie das bisherige Bündelgerät. Ja, wunderbar. Den Block hier haben wir auch schon festgemacht. So, jetzt können wir nochmal die Zeichnung hier holen. Natürlich fehlt noch die Metallplatte hinter, die machen wir nachher am Schluss dran. Aber jetzt haben wir das, was wir hier auf der Zeichnung haben, haben wir jetzt hier soweit schon mal fertig gebaut. So, wir sind jetzt oben in der Holzwerkstatt. Wir haben jetzt die zwei Teile mitgebracht, die wir hier bohren müssen. Dazu heben wir es jetzt einfach hier bündig aneinander. Nehmen wir jetzt die Schraubzwingen, machen sie fest. Nehmen wir dann den Akkuschrauber hier und tun es anbohren. Dann sieht es so aus wie auf der Seite hier. Da haben wir es jetzt schon gemacht. Das ist dann hier unten. Und dann gehen wir auf die Ständerbohrmaschine und bohren das Loch durch. So like. Und jetzt haben wir hier auch schön der Ansatz, damit auf die Ständerbohrmaschine gehen. Wir sind wieder unten. Wir haben jetzt die lange Schraube, haben wir M10er Schraube, 80er Länge. Ich stecke jetzt da mal die zweite voll rein. Oben oder unten. Wichtig ist immer, die Unterlegscheibe nicht vergessen. Also ärgert man sich nachher wieder, wenn man sie da losmachen muss. So, das passt jetzt soweit auch hier, beziehungsweise ich muss, glaube ich, noch die dritte dazu stecken. So, auf die Gegenseite dahinter. Unterlagscheibe drunter.
Motor schon mal ansetze. Natürlich auch noch für zwei Tisch und einem jemand das Ding hebt von Vorteil. Aber man wird es mit ein bisschen Geschick wohl auch allein nicht hinbekommen. So. Jetzt kommen wir auf die andere Seite rüber. Jetzt wird es tatsächlich irgendwie kompliziert kurz. Aber gut. Haben wir drin. Und auch hier machen wir die Muttern drauf, da passiert nichts mehr, dann kannst du nicht mehr umfliegen. Und dann ziehe ich es mit dem Schlagstrauber wieder an. Da die Löcher jetzt ein wenig größer sind, also wir haben jetzt 11 Löcher gebohrt, klar, haben wir jetzt ein wenig Spiel hier drin, das tun wir jetzt dann noch ausrichten, bevor wir es ganz anziehen. Und dann passt das. Gehen wir erst auf die Seite hier. So. So, jetzt haben wir das mal drin hier. So, wir haben das jetzt soweit zusammengeschraubt. Wir machen jetzt, haben wir noch im Handcut hier noch das Stück dran gemacht, wo noch der Oberlängerkugel reinkommt. Und jetzt kommt eben hier noch die Arretierung rein, die dann entsprechend so ausgelöst wird. Ist ein Feder innen drin. Wie vorhin gesagt, Kaufteil. Jetzt machen wir das noch fest. Und dann haben wir uns überlegt, also dadurch, dass das hier alles hier Biegeteile sind, aufgrund von der Stabilität, werden wir wahrscheinlich später die von innen einfach noch zuschweißen. Ich hoffe, man sieht es hier. Durchs Kante natürlich, werden wir das dann einfach von innen noch zuschweißen. Dann ist es noch stabiler. So, wir sind soweit. Wie sagt man beim Auto? Jetzt kommt die Hochzeit. Wir können die zwei Teile jetzt zusammenschieben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Können wir da hin rein. So. Und ja, die drückt sich da gerade noch ein bisschen auseinander. Macht aber nichts, wenn wir das jetzt zusammenschraube hier, dann kommt das wieder zusammen. Und dann tun wir eben später die Teile auch noch zusammenschweißen. So, wir haben jetzt mal alles zusammengeschraubt. So, die zwei Teile miteinander. Wir haben jetzt aber eben festgestellt, dass es hier oben war der Durchmesser von dem Bolzen zu klein zum Einraschen. Das haben wir jetzt mal aufgebohrt. Haben wir jetzt von 21 auf 25 aufgebohrt. Und wenn ich jetzt hier ziehe, ups, fliegt es auseinander und es kommt auch wieder so, wie es sein soll, zusammen. Ja. Und wenn man jetzt eben sieht, dadurch, dass wir halt die Blechteile genommen haben und haben die Kante lassen, habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, ist dann entsprechend hier ein wenig Spiel. Und man sieht es jetzt auch hier, wir haben es jetzt mal zwar grob ausgerichtet, aber es passt nicht ganz hundertprozentig, sodass man wahrscheinlich nachher hingehen werde. Da haben wir jetzt Schraubzwinger geholt, richte das Ding aus und wäre dann die Punkte eben auch noch festschweiße, um ein bisschen mehr Stabilität hier reinzubekommen. Mir richte jetzt gerade die Gewindestange, dass man die Platte hinten dran machen können, ist ja der Anschlag dann. Auf einer Seite ist nachher das Holz immer schön gerade, gerade wenn man eine Holzbiege macht, kann man es da schön nach vorne setzen, auf die Sichtseite und dann hat man da ordentliches Bündel. Und da versprechen wir uns jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr Stabilität von dem Ganzen. Und dann werden wir es mal an der Schleppe hängen. Dazu muss ich jetzt natürlich noch die Unterlängerkugeln vom Original drüber wegschrauben, Oberlängerkugel dran machen und dann hängen wir es mal an der Schleppe dran. So, kurzes Update, wie es aussieht. Wir hatten das Bündelgerät gerade schon zusammengebaut, haben dann festgestellt, wir hätten nur den besser ausrichten müssen. Deswegen haben wir es jetzt nochmal auseinandergebaut, haben es nochmal neu ausgerichtet, alles die Schraube nachgezogen und haben uns jetzt dazu entschlossen, aus Gründen von der Stabilität noch Schweißnähte zu setzen. Also zum einen hier und dann bei den Biegeteilen haben wir es jetzt mal nur angeheftet. Und hier beim Rahmen dann später eben kommt noch ein wenig größere Schweißnaht dran. Genau, so, jetzt haben wir es angeschweißt. Jetzt kommen noch ein paar andere Verstrebungen rein, wo eh geplant war. Einfach, dass es noch ein wenig stabiler wird. Dann schrauben wir es nochmal zusammen und hängen es nochmal an den Schlepper dran. Also, wir haben es jetzt zusammengeschraubt. Optisch sieht das Ganze sehr nice aus, gefällt mir. Dann haben wir so das Problem, dass es tatsächlich ein klein wenig noch hängt hier, wenn man jetzt hier guckt und von der Flucht her, ich hoffe man sieht es auf der Kamera, hängt sie klein wenig nach rechts. Deswegen haben wir hier aber auch schon die Löcher drin. Das war mal so der Plan. Hier und hier und entsprechend hier. Und da werden wir uns jetzt nochmal ein Brennteil
dran machen lasse, in der Hoffnung, dass wir es dann quasi ins Wasser gezogen bekommen. Ansonsten haben wir tatsächlich jetzt auch noch uns dazu entschieden, gerade am Gestell, was am Schlepper hängt, die Schweißnähte durchzuziehen. Hätte jetzt doch für wegen mehr Stabilität gesorgt. Und genau, deswegen machen wir hier jetzt eine Pause. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann wie immer Daumen nach oben. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren. Und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob es noch von euch irgendwelche Tipps und Verbesserungen gibt, die wir gerne annehmen. Und ich hoffe, wir können dann hier demnächst ein zweites Video davon machen, wenn wir dann eben noch die neuen Teile dazu haben. Und das ganze Ding dann natürlich im Wald auch mal ausprobieren. In diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.